Das vierte Namibia-Event steht an hier in Gravel. Willkommen zurück. Ich gehe mal direkt rein. Und was nehme ich denn so? Also den nicht. Den hatten wir schon. Jetzt muss ich mir mal merken, was wir schon alles hatten. Habe ich mir das gemerkt? Auf jeden Fall ist der neu. Der Subaru WRX. Warum nehme ich nicht einfach den? Mitsubishi Lancer hatte ich schon. Alpine hatte ich auf jeden Fall. Das weiß ich nicht mehr, ob ich den Fiat Abarth hatte. Ich nehme den auf jeden Fall. Ein Subaru. Und ich habe ein paar Sachen geändert. Zu dieser Folge. Ihr wisst ja, alle zwei Folgen ungefähr versuche ich noch was bei der Grafik rauszuholen. Und da gibt es eine ganz verrückte Sache. Erstmal, was haben wir hier in Zeitrennen? Warum die beste Zeit? Okay, also ohne Gegner sozusagen. Probieren wir es mal. Also ich habe sozusagen die Detaildichte oder Nähe oder wie auch immer man das nennen kann, umgestellt. Ob es viel bringt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es noch wahnsinnig viel rausholt. Aber es gibt da so eine merkwürdige Menüeinstellung, die nennt sich Laub. Und Laub kann man auf ja, nah, fern, mittel einstellen. Und ich hatte es, glaube ich, auf nah, weil ich dachte, naja, dann sehe ich, wenn ich nah dran bin, die Details. Aber ich glaube, es bedeutet genau das Gegenteil, dass man sozusagen... Oh, ist schön geradeaus hier. Jetzt kommt eine Kurve. Nee, gar nicht. Ja, dass man sozusagen die Details schon aus der Ferne sieht. Und meine stille Hoffnung ist, dass dadurch ein bisschen weniger Texturen reinploppen. Aber ich glaube, so wahnsinnig viel macht es dann am Ende auch nicht. Ja, da zum Beispiel die Brücke ist spontan dazugekommen. Oh, Gottes Willen, das war jetzt doch mal eine Kurve. Da musste ich bremsen. Ja, Schwierigkeit. Was ist denn das hier? Hab gar keine Orientierung, wo der Weg ist, der offizielle. So, jetzt habe ich natürlich nicht wahnsinnig schnell gemacht. Was wollte ich sagen? Ja, Schwierigkeitsgrad ist auf schwer. Lass ich auf schwer. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Oh mein Gott, da ackert er sich aber hoch. Eine gute Idee, dass ich das dann immer auf Mittel zwischen den Folgen nachhole, wenn was nicht klappt. Hä? Nicht klappen sollte? Was ist das jetzt hier für eine Logik? Irgendwie habe ich die... Oh Gott, die Strecke nicht verstanden. Hier könnte man mal was mit Handbremse machen, ne? So. Oh, ein Bagger. Also ich behaupte nach wie vor, sie haben sich hier gut was einfallen lassen. Bei den Strecken. Obwohl ich jetzt hier hart ausgebremst werde gerade. Aber so muss das ja auch sein. Da unten sind die nächsten. Die nächsten. So, und was ich geändert habe, vielleicht fällt es euch auch auf. Ich habe die Kamera nochmal so gemacht, dass ich näher dran bin mit der Karre. Könnte in manchen Disziplinen schwerer werden. Aber erstens, warum nicht? Und zweitens, ich mag's. Ich mag zwar die Außenansicht, aber ich mag's auch, wenn die Karre so nah wie möglich dran ist, dass man sie gut sieht. Speziell als Zuschauer dürfte das ja nochmal schöner sein. Wie lang ist eigentlich diese Strecke? Ich bin jetzt erst über 50%. Ist schon krass, ne? Oh. Bei diesen ganzen Kuppen muss man sich doch einiges trauen. Einiges trauen. Aha, wieder mal Punkte bekommen für die perfekte Landung. Also es macht super Bock, muss ich sagen. Also diese Strecken sind toll. Ah, jetzt kommt's. Ganz dicke. Jetzt kommt hier eine Kurve. Aber die ist eh schon abgebremst, die Kurve. Weil Wasser. Okay. Achso, und falls es hörbar ist. Oh, ah. Ich habe die Musik mal um 5% Pünktchen hochgeschraubt. Wird jetzt nicht den wahnsinnigen Unterschied machen, aber es rockt ja schön. Ich gehe aber davon aus, dass man mich immer noch gut genug hört. Oh. Deswegen. Ich hoffe, ich habe jetzt eine gute Balance gefunden. Oh mein Gott, deswegen. Jetzt kommt der Sprung. Ah! Uiuiui. Ey, das bockt so richtig, wirklich. Also, muss sagen, das Spielgefühl haben sie gut hinbekommen. Das ist echt... Das könnte etwas enger werden hier, ja. Okay. Ja, es gab jetzt doch schon so ein paar Momente auf der Strecke, wo ich ziemlich abbremsen musste. Ich glaube, ein... Ich glaube, einen Zwischenstand gibt es noch nicht. Zumindest kann ich jetzt auch gerade nicht drauf achten, aber ich sehe ihn nirgendwo. Nö, so auf die Schnelle fällt er mir nicht auf. Also, hinten wird die Ente dick. Mal gucken, was ich im Ziel dann so rausgeholt habe. Ich hoffe, ich habe alles erklärt, was ich hier an Einstellungen getroffen habe für diese Folge. Und ich hoffe, es passt euch. Ja, da muss ich ein bisschen bremsen. Wo ist denn hier? Kommt da das Ziel? Ja, da kommt das Ziel. Oder? Ja. Ich fliege ins Ziel so ein bisschen. Ha, erster. Sehr gut. Ja, ach so, siehst du, das kann ich auch noch dazu sagen.
Ich hatte ja in der letzten Folge ein bisschen gestruggelt mit dem Minenlevel oder mit der Minenmap. Und die war auch im mittleren Schwierigkeitsgrad dann nicht unbedingt leichter. So, warum habe ich denn jetzt hier 11 von 12? Hä? War ich nicht gerade Erster? Warum habe ich nur 2 Sterne bekommen? Werde mindestens... Nee, hier. Werde mindestens... Ich war Dritter? Habe ich mich verguckt? Stand da nicht gerade Erster? Egal, mache ich natürlich privat. Jetzt geht's weiter in das nächste Event. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, das Minenlevel. Ja, das Minenlevel war auch so schwer. Also, das unterscheidet sich dann natürlich ein bisschen auch von Event zu Event, ob der Schwierigkeitsgrad da sich anders bemerkbar macht. Jetzt kommt die Spezialfolge Wild Rush Master. Für manche ist Ryan Carter vielleicht Amerikas Liebling. Aber jene, die ihn kennen, wissen, dass hinter dem freundlichen Gesicht ein voll ausgestattetes Rennmonster steckt. Es war kein Zufall, dass er den Titel Wild Rush Master gewonnen hat. Und wir versichern Ihnen, dass Ryan es dieses Jahr auf höhere Ziele abgesehen hat. Oh. Ja, Ryan Carter, okay. Ich habe mal versucht zu recherchieren. Ich hatte ja schon so ein Spezialevent gegen Scott Parker. Da hat Google nicht so viel zu ausgespuckt. Deswegen behaupte ich mal, das sind fiktive Namen. So, ich will eine neue Karre, den Toyota Celica oder Sita hatten wir schon. Subaru Impreza hatte ich schon. Ford Escort, ja, der ist ganz schön kantig. Den finde ich eigentlich nicht so geil, aber will ja alle mal gezeigt haben. Zumindest die Karren. Nicht unbedingt alle Lacke, aber die Karren. Ja, also ich denke, es sind fiktive Gegner. Wir begrüßen unsere Zuschauer dort draußen beim Gravel Channel. Jeder Fahrer weiß, dass das Schwierigste an einem gewonnenen Titel die Verteidigung ist. In den nächsten paar Rennen ist dies Ryan Carters Aufgabe. Aber alle, die ihn kennen, schwören, dass Ryan seine Versprechen immer hält. Führt seine Entschlossenheit oder die Ambition des Gegners zum Sieg? Wir sind heute hier, um es herauszufinden. Und ich habe das Gefühl, dass es heute ein heißes Rennen gibt. Schauen wir mal. Ja, also ich denke, da sind nicht unbedingt Lizenzen vorhanden, hier großartig echte Rennfahrer ins Rampenlicht zu rücken. Oder man sucht sich welche, die noch nicht so ganz oben sind, aber dann würden die Leute auch sagen, was habt ihr denn da für Leute engagiert? Also dann lieber fiktive Charaktere. So, wir fahren die Mine, na, das habe ich ja keine guten Erfahrungen gemacht. Die Frage ist, muss ich ihn wieder drehen? Geht's nicht ohne drehen? Und im Dunkeln vor allen Dingen auch noch. Na gut, schauen wir mal. Ich natürlich wieder hinten. Das heißt, ich habe allein schon einen schlechten Start. Danke dafür. Dann scheint er eine etwas modernere Karre zu fahren als ich. Aber gut, die Muscle Cars der 70er und 80er Jahre sind ja durchaus mal stark. Oh, das ist aber neu designt hier mit den Weg. Oh, was? Ich hab's komplett nicht richtig interpretiert. Das muss ich leider ein bisschen spülen. Also da geht's erstmal hier rum. Da muss man doch wieder tricksen hier. Guck. So. Ah doch, hier kommt's mir bekannt vor. Da kommt er wieder. Ja, ist nicht ohne. Also das bleibt spannend. Jetzt habe ich ihn mal ein bisschen... Mal mit Kampflinie ausgebremst. Wir fahren ja auch 3 Runden. So, das war eine ganz fiese Kurve. Guck ich mal auf die Minimap. Ah, er bleibt dran. Er hat diese Kurve auch bekommen. Ich glaube, es ist davon auszugehen, dass er dran bleibt. Ha. Oh. Ah. Rum da. Ich fahre nicht gut. Ich gebe es ja zu. Ah. Aber man muss ja nicht gut fahren. Man muss ja nur Kampflinie fahren. Das... Reicht ja manchmal schon. Okay, jetzt voll hier runterheizen. Jetzt habe ich natürlich auch ihn nicht als Vorlage, um sehen... Oh, die Kurve wird fies. Um sehen zu können, wie fährt man hier eigentlich. Ah, das war scheiße, aber gut. Scheiße, aber gut. Hier wäre normalerweise das Ziel gewesen. Das hatten wir schon mal. Ah, guck mal, ja. Das, genau, hier geht wieder die Runde los. Also dafür, dass ich meiner Meinung nach immer noch auf dem... schweren Schwierigkeitsgrad sein müsste. Ah. Jetzt habe ich kurz auf die Minimap geguckt. Finde ich, mache ich es eigentlich immer noch ganz gut. Okay, hier kommt die erste fiese Kurve oder die fiese erste Kurve so rum. Also das ist ganz schön. Da kann der mich gut einholen, behaupte ich mal. Sieht man ja auch schon wieder.
Ich muss es irgendwo wieder rausholen. Ich weiß noch nicht wo. Hier war er auch gut, obwohl das eine fiese Haarnadel war im Grunde. Ansonsten den Rest müsste ich mehr oder weniger Vollgas geben können. Hier gerade nicht, aber jetzt. Ab jetzt. Wenn es nicht ganz schief geht. Oh, geht's auch noch bergab. Da muss man sich einfach mal was trauen. Okay, da vorne wird es wieder eng, glaube ich. Ne? Schon ein bisschen vom Gas runter. Oh. Handbremse muss man hier auch nicht unbedingt... Ah, mein Gott, was für ein Geire. Nicht unbedingt machen. Denn hier rutscht man so. Ach so, ja, vielleicht noch die letzte Info zu meinen, wenn man so will, Grafikeinstellungen. Was ich auch gelassen habe, ich hoffe, es hat noch keinen übermäßig genervt, ist die Shaky Camera. Die kann man auch im Menü ausstellen. Aber ich finde die ganz witzig. Die macht es zwar spielerisch nicht leichter, aber ihr müsst ja nicht spielen, ihr müsst ja nur kicken. Und vielleicht ist es ganz cool, besser als sowas Starres zu haben. So, jetzt bin ich mal ohne Bremse und mit ein bisschen weniger Gas hier durch. Ob es geholfen hat, man weiß es nicht. Er klebt mir wieder am Arsch, aber das darf ja auch sein. Wir sind in der letzten Runde und wenn ich es jetzt nicht irgendwo komplett verhaue, dann dürfte es doch machbar sein. Das war natürlich wieder die Stelle, wo er an mir dran klebt. Versuch mal hier außen, dass ich nicht so einen Hüpfer mache. Oh. Jetzt riskiere ich was, ne? Jetzt halt bin ich... Junge. Jetzt bin ich ihm nicht mehr so im Weg mit der Kampflinie. Da konnte er natürlich so ein bisschen gucken, ob er seine Gelegenheit nutzt. Oh, das ist aber auch eine Kurve, Mann. Also ihr seht, wie ich korrigieren musste. Das war eine ganz schöne Arkerei, aber ich bin locker vor ihm und hab's geschafft. Yeah. Nein. Ich sage, ich hab's geschafft. So, also die Videoanalyse muss zeigen, was ich im ersten Rennen falsch gemacht habe. Warum? Das erste Rennen ist vorbei. Die Sterne nicht habe. Etwas sagt mir, dass das Beste noch kommt. Wenn Sie wissen wollen, wie es ausgeht, dann bleiben Sie beim Gravel Channel. Bleiben Sie dran. Muss ich nochmal gegen ihn fahren oder was? Garage fast voll. Schalte 20 neue Fahrzeuge aus dem Basisspiel frei. Cool. Ja, es gibt so. Den habe ich ja wohl. Warte mal. Hast du benötigte Sterne 30? Irgendwas hat hier nicht geklappt. Ich habe 56 Sterne. Schließe Wild Rush Master Herausforderung. Habe ich doch gemacht. Was hat denn jetzt hier nicht geklappt? Hier ist was nicht in Ordnung. Da fehlt ja noch der letzte Stern. Ja, aber hier hat er mir den auch nicht... Hä? Was ist denn mit dem Spiel los heute? Ach so, es gab noch mehr Events. Ja, siehst du mal. Event geschafft steht da jetzt. So, wir hatten mehrere. Deshalb hat er das gerade gesagt. So, Head-to-Head in Frozen Peak. Was ist eigentlich für ein Land? Hatten wir das schon? Interessante Strecke im Übrigen. So, und jetzt kann ich mal auf... Warte, das war jetzt der Ford Escort. Toyota hatte ich schon. Subaru hatte ich schon. Der hier steht noch an. Mitsubishi Lancer Evolution 6. Hatte ich offensichtlich noch nicht. Hat noch das Ausrufezeichen. Dann wollen wir den jetzt mal uns ansehen. So, waren das Runden oder war das jetzt... Liebe Offroad-Fans, das zweite Rennen beginnt gleich. Und wir sind an dem Wendepunkt, der den neuen Wild Rush Master bestimmt. Der Herausforderer hat entgegen aller Erwartungen das erste Rennen gewonnen. Und Ryan Carter jagt hinterher. Das sind die Zutaten für eine explosive Mischung. Und wir sind hier beim Gravel Channel bereit dafür. Machen Sie es sich bequem und bleiben Sie stark. Die Offroad Masters beginnen jetzt. Im Schnee muss ich fahren. 4 Runden. Okay. Mal gucken. Aber spannend ist das jetzt schon. Weiß auch gar nicht, ob man den perfekten Start irgendwie hinkriegen kann, dass man schon mal den Motor aufheulen lässt. Also ich meine, wir sind hier nicht bei... Oh, wir sind hier nicht bei Mario Kart. Oh Gottes Willen, ist das rutschig. Das ist ja richtig hart rutschig. Also hier muss ich echt langsam fahren. Sicht ist auch nicht besonders gut. Was ist denn das hier? Oh. Was habt ihr denn hier für einen Slalom hingebaut? Hohoho. Da kann man aber auch nicht überholen. Also wenn ich einmal hinten bin, ich fürchte, das war's dann. Was ich ja nicht bin gerade. Und ich hoffe, ich werde es auch nicht mehr sein. Uah. Und solange
Ja, er hinten bleibt da. Hat er ja. Oh, hat er ja die Schwierigkeit. Jetzt weiß ich nicht, wie lang eine Runde so ist. Hier ist eine relativ seichte Kurve. Oh Mann, ich sehe nicht viel, ne? Ah, das müsste eine Runde gewesen sein, ungefähr, oder? Bin ich schon rum? Oh. Hier. Okay, da ist der Start. Ich habe einen guten Vorsprung. Bisher aufgebaut, muss ich mal sagen. Also erstaunlich. Habe ich die Winterreifen drauf und er nicht? hat mir das Spiel die Spikes drauf gepappt und ihm nicht? So. Zum Glück muss man hier nicht so super schnell reagieren. Also wenn man hier die Geduld hat oder die Ruhe und nicht zu hektisch durchfährt oder nicht zu schnell sein will, dann passt das ja ganz gut, ne? Okay. Oh! Oh. Na, hier möchte ich auch nicht abheben an dem Ding. Habe ich jetzt nur sanft geküsst, da passiert nichts. So, dann kommt diese Strecke, dieser Bereich. Und dann kam doch wieder demnächst das Ziel, oder? Oh, hier bin ich fast zu schnell. Hier bin ich zu schnell. Aber muss auch schnell sein. Oh ja, er ist nicht mal mehr auf der Minimap drauf. Also die Sache, vorletzte Runde, die Sache sehe ich mal als eingetütet, hoffentlich. Na, oh, Steine. Hä? Ohne Kollision. Habt ihr gesehen, ne? War nur Stein. Vielleicht war es Schnee. Vielleicht haben da ein paar Kinder versucht, einen Schneemann zu bauen. Und haben dann aufgegeben. Oder dann kamen die Autos und sie mussten die Straße verlassen. Oder die Strecke verlassen. Es fährt sich schön. Also es macht Spaß. Obwohl es jetzt ja hier gerade nicht die schnellste Strecke ist. Kam nochmal die Kurve vor Ziel. So ein bisschen vorsichtiger sein, aber auch nicht allzu sehr. Ja. Letzte Runde, würde ich sagen. Hier können sie einen natürlich auch schön locken, indem man sich dann irgendwann zu viel traut. Ah, hier kann man schön sliden. Muss zwar etwas korrigieren, das alles, aber macht Spaß. ah! Gibt auch die ganze Zeit Slide-Punkte, ne? Oh. Plumps. da habe ich was mitgenommen. Ja gut, also jetzt kann überhaupt nichts mehr passieren, sage ich mal. Und wenn, dann spule ich zurück. Jetzt gibt es nochmal Tempo vorm Ziel. Allerdings auch nochmal eine Kurve. Passt schon. Perfekt. Gut. Die heutige Übertragung schließen wir mit den Ergebnissen des zweiten Rennens ab. Atmen Sie tief durch und seien Sie bald wieder dabei, denn die nächste Ausgabe zeigt das Finale. So, gibt es jetzt eigentlich einen Gesamtpunktestand? Ah, da war ganz kurz was. gut, machen wir weiter. Ja, der schmeißt einen hier ganz raus, deshalb denkt man, das Ding ist irgendwie schon fertig. Aber man muss dann nochmal so reingehen. Okay, dann kommt jetzt, aha, der Strand, Blue Paradise, Pacific Ocean, was darf ich denn fahren? Was darf ich denn auswählen? Gibt's was Neues? Nicht so wirklich. Den haben wir, kennen wir. Hm, schwierig jetzt. Vielleicht nochmal den Subaru. Da tendiere ich am ehesten zu. Guck mal, der hat einen neuen Lack. Nehme ich den. Haben wir das auch mal gesehen? Das sind zwei Runden. Okay, zwei Runden am Strand lang. Danke, liebe Zuschauer, dass Sie den Gravel-Channel eingeschaltet haben. Unsere Fahrer werden heute alles riskieren, denn es wird keine zweite Chance geben. Das Wild Rush Master Final beginnt jetzt und ich weiß genau, dass in solchen Rennen einfach alles möglich ist. Ein unvergessliches Event erwartet uns. Wenn Sie es verpassen, sind Sie selbst schuld. So, ich stelle gerade fest, ich hatte offensichtlich den Schwierigkeitsgrad doch wieder auf Mittel gestellt. Das kommt wahrscheinlich durch meine Aufholtaktik zwischen den Folgen. Es tut mir sehr leid, das stelle ich gleich wieder um. Aber jetzt in dem Event ist es eigentlich ganz gut, wenn ich es nochmal auf Mittel lasse. Denn das kann durchaus schwerer sein und ich will ja nicht zu schnell rausfliegen. Wobei andererseits die Frage wäre, was ist denn, wenn ich jetzt hier den zweiten mache? Dann habe ich ja immer noch zwei Drittel gewonnen und dann dürfte ich eigentlich, denke ich doch mal, das Gesamtevent gewonnen. Also wenn der mir jetzt schon so wegfährt,
dann möchte ich das Ding hier auch nicht auf schwer erleben, ehrlich gesagt. Ich komme gerade gar nicht so richtig ran. Habe ich eine bessere Höchstgeschwindigkeit und eine schlechtere Beschleunigung? Oder muss ich, wie so oft in Rennspielen, den Typen in der Kurve holen? Na, jetzt bin ich hier aus der Kurve raus. Ich glaube, das ist gespiegelt. Eine Strecke, die ich schon andersrum gefahren bin, oder? Nee, obwohl, das ist doch auch neu, dass es hier so hoch geht. Dann müsste es ja jetzt ja irgendwo schon mal... Entschuldigung. schon mal runtergehen. Und das war nicht fair. Aber er rappelt sich auch gleich wieder auf. Also die KI hat ja nicht besonders viele Probleme mit Rennplan. Es ist ja nicht so, dass es ihn jetzt sonst wie gedreht hätte, dass er gar nicht mehr auf die Straße findet. Also auf die Strecke. Ich sag mal Straße. Hier ist keine Straße. Auf die Strecke findet. Deswegen, mein schlechtes Gewissen hält sich in Grenzen. Man muss sich ja auch durchsetzen. In der heutigen Welt muss man sich ja leider durchsetzen. Speziell im Rennsport. Also. So, was war das? Zwei Runden. Oh, ja. Okay, so. Ja, doch, diese Brücke wiederum kommt mir bekannt vor. Aber, nee, das war alles schon mal anders. Oh, ich habe schon abgebremst, aber recht spät. Scheiße. Das war ja absolut mies von mir. Okay. Wow, wie der mich gekriegt hat gerade, das hat er verdient. Das lasse ich jetzt so laufen. Soll ja auch spannend bleiben. Okay, mal gucken, wo ich ihn wieder kriegen kann. Ich komme ja schon irgendwie ran. Na, vielleicht jetzt. Warum ist der jetzt vor mir? Ich gebe hier gerade Vollgas. Hallo? Ah, oh, shit. Das hat auch schon wieder nicht geklappt. Oh, jetzt ist er wieder langsamer geworden. Also ich muss mal eine Sache auch sagen. Man merkt an einer Stelle ganz deutlich, wie arcadisch... ich müsste mal ein bisschen tendenziell nach rechts... jetzt tendenziell nach links. Wie arcadisch so ein Spiel programmiert ist, wenn man nämlich... Scheiße, jetzt ist der wieder vorne. Ich fahre das nicht gut. Wenn man nämlich ineinander kracht, dann ist es nicht so, dass ich gleich die komplette Pirouette drehe, sondern... Es passiert nicht viel. Also so zum Beispiel. Ja? Wenn das jetzt realistisch programmiert wäre, ich glaube, da würdest du ziemlich deinen Wagen verlieren. Ah, das ist nur Schatten hier. Das ist kein... Oh Gott, das ist immer noch Runde 1. Okay, aber Runde 1 ist durch. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Jetzt habe ich gerade am Ende von Runde 1 ein bisschen Vorsprung bekommen. Meine Theorie war ja... Oh, springe ich hier wieder? Meine Theorie war ja, dass ich bessere Höchstgeschwindigkeit habe. Das könnte man jetzt auf der Minimap beobachten. Ich kriege auch gerade die Punkte rein für Speed. Hier muss ich abbremsen. Die Kurve war fies beim ersten Mal. Die ist ganz schön fies, ey. Richtig krass. Hä? Was mache ich? Irgendwie dachte ich, da geht's weiter. Hilfe. Ist ja nicht so, dass ich schon mal eine Runde gefahren bin, ne? Okay, also hier muss ich jetzt zusehen, dass der mich nicht unbedingt so besonders gut kriegt. Ah, Mann, dieses Gerumpel auch immer. Da kannst du auch lenken, wie du willst. Da lenkt nichts, wenn der keinen Bodenkontakt hat oder nur zur Hälfte. Ja, toll, jetzt ist er wieder hier. Kannst du auch machen, was du willst. Also, auf gut Deutsch gesagt, kannst du eigentlich nicht viel machen. Oh, also das ist, wie gesagt, was ich ein bisschen mehr kritisieren würde. Vielleicht kann man auch noch die Federungen besser einstellen, aber da das Spiel ja sonst arcadisch programmiert ist, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass es da auch mehr verzeiht. Also die Hüpfer... Oh, die Hüpfer oder diese unebene Strecke finde ich dann im Gesamteindruck... Okay, hier muss ich wieder vorsichtig sein. Im Gesamteindruck doch wieder fies. Och Mann, also das kann doch nicht wahr sein. Da, seht ihr, es hat mich... Oh Gott! Was macht er denn? Also, ja, und schon steht er wieder richtig rum, ne? Unglaublich. Ups, ich mach mal die Fackeln hier weg. Scheiße, ich hoffe, ich krieg den noch. Ansonsten ist echt dumm jetzt. Also das war ja Premiere, dass eine KI so einen Fehler macht. Ich muss den jetzt hier irgendwie kriegen. Oh, scheiße! Alter, das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Wir sind ja hier schon demnächst im Zieleinlauf. Hilfe. Okay, hier kriege ich ihn gerade. Yeah. Lass mir das. Ich muss leider außen lang. Da innen lang ist schwer. Oh, jetzt kommt wieder die Sache. Den Sprüngen. Oh, da kann man kaum... Okay, jetzt muss man wieder ein bisschen links.
Nein, jetzt kommt der da. Scheiße. Ah, verdammt. Aber vorher habe ich ihn ja hier auch bekommen. Krieg ich den noch? Oh, das ist ja ein Mist. Ich habe ihn hier an der Kurve, habe ich ihn, glaube ich, gehabt. Mann, oh, jetzt reicht's aber langsam. Ach nö. Ach, das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich doch nochmal wieder eine Wiederholung machen. Sorry. Ach, scheiße. Ja. Oh. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Fotofinish hier. Zieh. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. War das knapp oder war das knapp? Das war ein durchwachsenes Rennen. Der Wild Rush Master zu werden ist ein großes Ziel. Aber ein Sieg über einen gewissen Ryan Carter sorgt für einen guten Vorsprung vor dem Rest. Liebe Fans, wir haben einen neuen Champion und ich denke, wir werden noch viel von ihm hören. Die Sache ist ja auch die, dadurch, dass ich jetzt zwischen den Folgen immer die anderen Sternchen nachhole. Neues Fahrzeug, Ford Focus, sehr schön. Dadurch, dass ich die anderen Rennen nachhole, habe ich ja locker genug Sterne. Ne? Also an den Sternen soll es nicht scheitern. Ich meine, das nächste Ding hier muss ich freischalten, indem ich das Event gewinne. Aber die anderen habe ich ja schon freigeschaltet durch die Sterne. Das steht jetzt hier nicht mehr, aber hier steht dann ja irgendwie benötigte Sterne und sowas. Zum Beispiel das hätte ich jetzt schon, ne? Also die 55 Sterne hätte ich sogar schon hierfür. So, jetzt geht's erstmal hier weiter. Naja, und bei diesen Special Events, da muss ich halt gewinnen. Da helfen mir alle Sterne nichts. So, jetzt kommt wieder was Französisches. GP3R Grand Prix Trois Rivières. Dann gehe ich da mal rein. Oh, schön. Hatte ich den schon? Hatte ich bestimmt schon. Ah ja, der Porsche mit dem Bullenfänger vorne. Aber neu dazugekommen ist irgendwann mal der Lancia Stratos. Den nehme ich jetzt. Kann mich zwar auch... Oh, halt mal einen zurückgehen. Kann mich zwar auch erinnern, dass das ein... dass das ein nicht so leicht handelbares Fahrzeug war. Und ich glaube, ich werde bestätigt, denn da steht bei Traktion RWD. Und RWD dürfte Rear Wheel Drive heißen, also Heckantrieb. Ja, und der wird einem schön ausbrechen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das bemerkbar macht. Achso, Schwierigkeitsgrad. Nein! Nochmal zurück. Ach nee, das ist hier bei Rennoptionen. So, ich habe es versprochen. Er geht wieder auf schwer. Hoffentlich wird er nicht zu schwer. Man befindet sich ja irgendwann dann mal in höheren Sphären bei jedem Spiel, speziell bei Rennspielen. Mal gucken. Aber da ich eh alles nachhole zwischen den Folgen, ist es ja auch lustig für euch, boah, wenn ihr ein bisschen gestruggelt seht. Also hier komme ich jetzt noch, oh, sehr gut vorbei sogar. Oh, hier muss ich abbremsen. Läuft. Ich glaube, das kann man lassen. Also das ist jetzt ein richtiges Asphaltrennen. Oh. Oh, ach du Scheiße, mit richtig Schikanen hier. Oh. Oh, das ist ja. Das ist ja Hilfe. Ach, auch noch Ausscheidungsrennen habe ich am Anfang gar nicht drauf geachtet. Das heißt, wir haben hier Last Man Standing. Nein, da muss ich aber mal an euch vorbei, Freunde. Also an dir zum Beispiel hier. Jetzt an die 1 ransaugen. Oh, hier kommt ein bisschen anderer Untergrund. Das macht sich dann auch im Kurvenverhalten bemerkbar. Uiuiui. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die geile Beschleunigung. Also die Karre bringt es gerade. Und sie ist noch nicht fies zu handeln. Also von wegen Heckantrieb. Ah, kann ich nicht sagen. Hey, er holt es immer wieder hier nach der Kurve. Ne? Oh, hier kommen die ganz fiesen. Oh, ich kann nicht sagen, dass er schwer zu handeln ist. Also sie haben es wirklich komplett arcadisch aufgezogen. Und ich... Oh, ich kann es nur begrüßen. Oh. So, hopp. Oh. So, die Kurve war fies, glaube ich. Obwohl, ne, die ist auch weitläufig. Aber da hat der mich gleich wieder geholt. Also der Pulk ist hinter mir. So ist ja nicht. Aber ich bin auch gut vorne. Also machen wir jetzt eigentlich auch gerade... wenig Sorgen. Ich war eigentlich viel zu schnell. Also auch die Bremse ist sehr dankbar, sag ich mal. Also die, das ist auch nicht unbedingt realistisch, würde ich mal behaupten. Hier
bisschen sliden sogar. Der Untergrund gibt's her. Oh. Die Mucke ist schon cool. Also auch daran erkennt man ein Arcade-Rennspiel, ne? Dass während des Rennens Mucke läuft. Ich glaube, das gibt's bei Simulationen eher weniger. Da fokussierst du dich voll auf die Strecke. So, sind wir noch drei, ja? Okay. Zwei hinter mir. Die auch immer wieder an der Stelle rankommen. Aber besonders große Sorgen machen sie mir nicht. Es sei denn, sie ziehen jetzt KI-mäßig nochmal an in den letzten entscheidenden Sekunden. Sowas kann man ja durchaus auch programmieren, dass sie nochmal Stress machen. Wenn sie so fahren, wie sie bisher gefahren sind, dann sollten sie mir kein größeres Hindernis sein. Und ja, einer ist hängen geblieben. Achso, der wurde gerade eliminiert, ja. Und jetzt kommt noch der letzte. Der ist nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran, sage ich mal. Noch 15 Sekunden halte ich aus. Die sind schneller vorbei, als einem lieb ist. Wenn man gegen die Wand fährt, erst recht. Das habe ich aber jetzt nicht vor zu tun. Oh, jetzt das ist immer die Ecke, wo er rangekommen ist. Aber ja, keine Gefahr. Kann man den überhaupt sehen? Eigentlich hätte er da jetzt kommen müssen. Ich glaube, der bleibt sofort stehen, der rausfliegt. Der ist dann nicht mehr hinter einem. Ja, ist doch gut gelaufen. Auf Schwierigkeit schwer. So. Ein Duster. Habe ich freigeschaltet. Nein, ein Duster. Oh mein Gott, wie schnell ist denn das passiert? Ich sehe gerade auf die Uhr und schon ist die Folge rum. Unglaublich, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Okay, also ich werde in der Folgenpause mal analysieren, warum ich am Anfang nicht 3 Sterne bekommen habe. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal weiter. Nach wie vor bei der Northwest Passage oder Nordwest Passage oder wie auch immer. Jo, also bis dann. Tschüss.